I could really use a change of scenery. Yeah. Everybody smoking all the greenery. Yeah. Close the match cause they were handed down to me. But I'm still fly, I'm still fly, I know. I'm still fly, I'm still fly, let's go. It could all be worse, I could be a hater like you. It could all be worse. Pills to make the man, but that poison's gonna kill you. Chest now, say it with your chest now. I'm young, I'm free. Can't nobody take me here and now. It's my time to run. Hallo und herzlich willkommen bei Karnes on the Road. Ja, liebe Leute, heute habe ich ein Schätzchen für euch gefunden in den Niederlanden, in Zeeland, und zwar den Drive-In Camper Park in Outdorp. Ja, warum bin ich so begeistert von diesem Stellplatz? Zunächst einmal, wisst ihr ja alle, haben wir ein recht großes Wohnmobil und befinden uns mit der Niederlande in einem recht kleinen Land. Oftmals ist es so, dass die Stellplätze zwar sehr groß sind, aber die Zufahrten dazu sind es nicht, und das macht das dann mit dem Rangieren etwas schwierig. Und ich finde, ein Urlaub fängt damit an, dass man ganz gelassen und gechillt auf seinen Platz kommt. Ja, ihr seht hier zu meiner Rechten eine ganz, ganz lange Einfädelungsspur. Wenn ihr also hier im Kreisel abgefahren seid, könnt ihr euch hier erstmal postieren und geht dann zum Check-in. Das Check-in-Häuschen ist 24 Stunden, könnt ihr hier einchecken. Und was ich auch ganz toll finde, in der Niederlande ist es leider oft so, dass Wohnmobilstellplätze, nicht Campingplätze, Wohnmobilstellplätze vorreserviert werden können. Und für meinen Geschmack hat das dann nichts mehr mit einem Wohnmobilstellplatz zu tun. Hier ist das anders, drum finde ich das sehr, sehr gut. Wer zeitig da ist, hat einen tollen Platz. Es sind 51 Plätze hier, die alle sehr groß sind. Und wie man sehen kann, gibt es hier auch eine sehr, sehr große Einfahrt. Ich muss also nicht tausendmal hin und her rangieren, um allein schon in die Einfahrt hineinzukommen. So, dann geht's hier rein ins Kassenhäuschen. Hier könnt ihr dann euren gewünschten Platz buchen. Ihr könnt sofort sehen, welcher Platz überhaupt noch frei ist. Und dann wählt ihr einfach eure Tage aus, ob ihr mit Haustier da seid. Es sind übrigens zwei Haustiere hier pro Platz genehmigt. Und dann fahrt ihr einfach auf die Parzelle. Vorher gebt ihr hier noch, haltet hier noch euren Barcode davor, und schon öffnet sich mit Nummernschilderkennung hier die Schranke. Nummernschilderkennung ist das Stichwort. Das bedeutet nämlich, dass ihr während des gebuchten Aufenthaltes mit eurem Fahrzeug rein und raus fahren könnt, so oft wie ihr möchtet. Und euer Platz bleibt euch trotzdem erhalten. Ja, wenn man jetzt hier reinkommt, haben wir zur Linken ein ganz tolles WC-Haus mit WCs, Duschen, Spülbecken. Das Ganze ist im Preis inkludiert. Ja, schauen wir mal ganz kurz rein. So. Ja, dann haben wir hier zweimal WC und viermal Dusche. Zwei von den Duschen sind Familienduschen, so dass man mit der ganzen Familie gleichzeitig gehen kann. Übrigens ist das Wasser auch schön heiß. So, der ganze Platz ist in einem Rondell angeordnet. Ein Außenrondell, ein Innenrondell. Ja, und dann gibt es auch für die lieben Kleinen das eine oder andere, oder auch die großen Kleinen. Einmal hier, wie man sehen kann, ein im Augenblick nicht sehr aufgeräumtes Außenschach. Eine Tischtennisplatte und einen schönen kleinen Kletterpark für die Kids. Und hier hinten rechts auch noch eine Sitzgelegenheit, wenn man eben in der Nähe
der Kinder sein möchte. Ja, was gibt es zu sagen? Ich finde, die Plätze hier sind absolut großzügig bemessen. Meistens noch mit einer Hecke daneben, sodass selbst wenn der Platz voll ausgebucht ist, man nicht im geringsten das Gefühl hat, dass man eingequetscht ist. Wir laufen jetzt einfach mal über den Platz, schwenken mal rechts, schwenken mal links. So kann man das dann hervorragend sehen, wie großzügig das Areal aufgeteilt ist. Und ich meine, Zeeland, die Region, ist von daher auch große Klasse, weil man von Deutschland in ganz, ganz kurzer Zeit an seinem Ziel ist. Ja, hier vor Ort kann man unheimlich gut laufen in alle Richtungen. Man kann aber auch radeln, am Strand alle möglichen Wassersportarten ausüben. Also rundherum genieße. Fly, I know. I'm still fly. Still flying, let's go. It could all be worse. I could be hated like you. It could all be worse. Close to make the man, but that poison's gonna kill you. Ja, was habe ich denn vielleicht noch nicht erzählt? Ja, der Platz gehört zu einem Campingpark dazu. Wenn man im Kreisel nicht links Richtung Stellplatz abbiegt, sondern rechts, dann kommt man zur Campingparkanlage, die übrigens auch nochmal für Wohnwagen und Wohnmobile Platz bietet, aber auch Ferienhäuschen hat. Man kann dort Kleinigkeiten einkaufen, es gibt dort ein Bistro, man kann dort Wäsche waschen. Ja, so, und jetzt bin ich auf unserer Parzelle und wie ihr sehen könnt, ist die riesig. Ich finde schon fast, das hat überhaupt nichts mit einem Stellplatz zu tun. Hinter meinem Platz ist eine Menge Freiraum und neben mir genauso. Also großzügiger, glaube ich, geht Stellplatz nicht. Und rundherum ist das mit Wildblumen eingefasst, einfach nur idyllisch. Ja, so, der Urlaub beinhaltet ja auch immer das Fähr- und Entsorgen. Und auch das ist hier sehr großzügig angelegt. Wir laufen mal eben hin. Es gibt sogar gleich zwei Supermärkte. Einmal einen winzig kleinen hinter mir in der Anlage und einen großen Sparmarkt. Den gibt es dann noch in ungefähr einem Kilometer Entfernung in der wunderschönen Landel Green Anlage. Ja, dort kann man auch Minigolf spielen beispielsweise oder auch dort den tollen Spielplatz mit den Kindern besuchen, Fahrräder ausleihen und so weiter und so weiter. So, jetzt sind wir angekommen. Hier seht ihr den ganz, ganz breiten, großen VE-Bereich und die Mülltonnen. Auch in der Nähe der Stellplätze sind immer noch mal kleinere verborgene Mülltonnen. Ja, muss ich nicht viel zu sagen. Ja, kennt ihr ja alle solche VE-Stationen. Aber in dem Fall sehr sauber und groß. So, liebe Leute, ich hoffe, ich habe euch eine Freude gemacht mit der Präsentation von diesem wunderschönen Stellplatz mitten in Zeeland und freue mich, wenn ihr mir einen Daumen da lasst und euch das nächste Video auch wieder gerne anschaut. Ciao!